Ja, no game, no glide. Was kann das wohl bedeuten? Irgendwas mit Spielen könnte das sein? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt hier auch nichts vorwegnehmen. So, ich glaube, wir sind soweit. Dann übergebe ich das Mikro an euch. Hallo an alle erstmal und an die, die dem Stream zuschauen. Wir hatten natürlich erstmal die Idee, wie ihr hier sehen könnt, ein Remake von dem Spiel Subway Surfers für das Google Cardboard zu machen. Das Google Cardboard ist an sich eine einfache Variante einer Virtual Reality Brille, da das ist ein einfaches Stück Pappe zusammengefaltet und steckt man sein Handy rein und dann hat man es dann vor den Augen. Unsere Idee war, wie bereits gesagt, das Spiel eben Subway Surfers zu remaken, nachzumachen in der virtuellen Realität. Aber wie kommt man eigentlich darauf? Zuerst hatte man eben die Idee, dass man eine interaktive Karte von Hamburg machen kann, mit vielleicht noch ein bisschen Routenplaner. Aber natürlich kommt man früher oder später auf das Spiel und so kommt man auch früher oder später auf Subway Surfers. Da dies aber eine solche Routenplanung ein bisschen sehr viel Zeit verbraucht hätte, viel mehr Zeit als wir haben, haben wir uns dann auf das Grundkonzept von Subway Surfers genommen, wo man eigentlich mehrere Seiten und man muss verschiedenen Hindernissen ausweichen. Wir hatten da auch eine Idee hinter den Namen und da möchte ich dann an meinen Kollegen hier Alex überreichen. Danke. Ursprünglich hatten wir ein paar Namen im Kopf und die Idee kam aus einem Anime namens No Game No Life und wir haben das so interpretiert, also in den Anime ist es so, wenn der Hauptheld nicht spielen darf, ist er so gut wie tot und in dem Spiel ist es so, wenn man nicht weiter rennt, stirbt man auch eben, Game Over und so ist er auf den Namen gekommen. Jetzt kommen wir eben zu den Mitteln, die uns zur Verfügung standen. Natürlich stehen einem Team hier sehr viele Entwicklungsumgebungen zur Verfügung, aber da wir für das Google Cardboard uns entschieden haben, mussten wir, damit es einfach ist, dass die Unity-Umgebung benutzen. Wir haben uns auch sehr stark auf die Musik konzentriert, da hatte einer von uns eine große Musiksammlung und hatten dann ausgewählt, so dass sie auch benutzen würden. Und jetzt dazu, wie wir eigentlich damit die Welt verbessern wollten. Wie einigen bestimmt bekannt ist, ist die Virtual Reality, also die virtuelle Realität, sehr stark im Anmarsch, wie Oculus Rift, mit Geräten wie Oculus Rift und HTC Vive. Und Google ist jetzt auch mit dem Cardboard im Rennen. Da habe ich mir bisher eigentlich schon einige Apps angeguckt und die waren eigentlich bisher langweilig. Man konnte nur umgucken und nicht sehr viel interaktiv. So wollten wir mit unserem No Game No Glide, wollten wir eine interaktive, lustige und nicht langweilige Einführung in die virtuelle Realität machen. Ein kleiner Seiteneffekt ist auch, dass die Langeweile auch noch vertrieben werden kann. Das war jetzt eigentlich die Präsentation dazu. Live können wir noch nichts zeigen, weil wir es nicht in Zeit beendet haben. Es tut uns leid.